Der zweite Entladetest mit der 100 Amperestunden Lithium-Eisen-Batterie ist jetzt endlich fertig. Wie ihr in dem letzten Video sehen konntet, habe ich in der App eine Einstellung gefunden, wo man Laden einstellen kann und auch Entladen und auch beides zugleich einstellen kann. In dem ersten Test war beides zugleich eingestellt, also war Laden und Entladen eingestellt in der App. Und dann habe ich in der App einfach mal nur auf Laden geschalten und schwuppsiwupps ist die Spannungsanzeige vom RMF-Charger von 13,6 Volt auf 14 Volt hochgegangen. Das hieß für mich dann im Klartext, dass das BMS, wenn es dann nur im Lademodus ist, natürlich eine Diode mit drin haben muss, was meine Back-EMF-Pulse schluckt. Und deshalb ging die Spannung dann auch hier 0,4 Volt höher. Heißt aber auch im Endeffekt, dass wenn ich den jetzt praktisch mit RMF vollladen möchte, dass ich niemals auf die 14,6 Volt Ladeschlussspannung kommen kann. Und jetzt saß ich da und habe gegrübelt, was denn die eigentliche Ladeschlussspannung von so einem Lithium-Eisen-Phosphat-Akku ist. Und da haben wir hier auf 12voltpower.de schlaue Leute, die da sich gut auskennen mit dem, was halt bisher an Wissen da ist, wollen wir es mal so sagen. Das wollen wir mal jetzt ein bisschen erweitern. Also hier seht ihr, dass die Nennspannung von so einem Lithium-Eisen-Phosphat-Akku bei 3,2 oder 3,3 Volt ist. Das heißt, es ist die Spannung, die er hat, wenn er voll ist, im Leerlauf, wenn nichts angeschlossen ist als Ladung. Und wenn eine Ladung angeschlossen ist, dann kommen die Zellen bis 3,5 oder 3,65 Volt. Das heißt dann praktisch bei einem 4-Zellen-Akku, bei so einem 12-Volt-Akku, ne, werden wir dann bei 14,6 Volt Ladeschlussspannung. Dann ist hier noch ein schöner Satz, der hier schön orange zu lesen ist, dass die Ladegeräte nicht über eine Antisulfatierungsfunktion verfügen sollen, denn diese zerstört den Lithium-Eisen-Phosphat-Akku unweigerlich. So, jetzt hat der RMF-Charger aber so eine Antisulfatierungsfunktion, aber die funktioniert ein bisschen anders als die herkömmlichen Antisulfatierungsfunktion im Ladegeräte. Während normale Ladegeräte mit so einer Desulfatierungsfunktion höchstwahrscheinlich mit einem positiven Spannungspuls arbeiten, ne, also sowas hier, arbeitet unser RMF also teilweise mit den Spannungsspitzen, also mit dem Strom, der generiert wird, wenn eine Spule ausgeschalten wird. Aber das wisst ihr ja, so ein RMF-Charger, der pendelt immer hin und her. Der lässt einmal den normalen Stromladepuls durch, dann schaltet er die Spule ab und die Spannungsspitze, also die negative Spannungsspitze, die dann entsteht, die macht den Kanal praktisch frei für den nächsten Strompuls, der rein kann. Und das ist ganz unterschiedlich zu den ganzen anderen Ladeverfahren, die bisher bekannt sind, meiner Meinung nach oder meines Wissens nach. Das hat dann den komischen Effekt zur Folge, dass die Batterie, wenn sie geladen wird, immer in Nennspannung ist sozusagen. Also so Pi mal Daumen. Aber erst zwischendurch nochmal eine Info an meinen Kumpel Mario. Der hat nämlich auch so eine Lithium-Eisen-Batterie zu Hause. Erstmal Licht ausschalten hier, sonst blendet es so sehr. Und hier hat jemand gefragt, was er auch gefragt hat mich, nämlich interessant wäre zu wissen, wie viel Ampere das Ladegerät eigentlich bringen muss. Ne? So, und da hat hier der Hartmut geantwortet, dass es nach unten aus technischer Sicht eigentlich keine Grenze gibt. Ne? Also ich kann so einen 100 Ampere-Stunden Akku auch mit 100 mA laden oder mit einem halben Ampere oder mit einem Ampere. Ich bin ja jetzt hier mit knapp 2 Ampere rangegangen. Und das macht eigentlich nichts, nur zu groß dürfte der Strom halt nicht sein. So, Mario, hier steht schwarz auf weiß, wende dich an Hartmut, wenn du was anderes meinst. Aber hier haben wir jetzt noch was für uns Relevantes. Und zwar hat hier jemand ein Problem, der fragt, kann es sein, dass ich mit meinem Modellbauladegerät mit 4 Ampere eine 100 Ampere-Stunden-Zelle nicht voll bekomme? Ne, das Ladegerät zeigt schon an, dass über 100 Ampere-Stunden geladen wurden, aber die Ladeschlussspannung ist immer noch bei 3,44 oder 3,45 Volt. So, und dann knausern die hier halt rum und kommen auf keinen richtigen Nenner. Und da habe ich mir jetzt überlegt, wenn das ein Modellbau-Ladegerät ist, dann könnte es eines dieser welchen Ladegeräte sein. Und das ist nämlich der berühmt-berüchtigte Reflexlader. Ein patentiertes Verfahren, wo alle paar Sekunden mal einen Entladepuls auf die Batterie gibt. Ne? Also er lädt und dann nach 2 Sekunden entlädt er sie mal kurz und dann lädt er sie wieder und dann entlädt er sie wieder. Ne? Das ist praktisch,
Ich will nicht sagen, so was Ähnliches wie der EMF-Charger, aber es kommt dem schon am nächsten von dem, was es hier auf dem Markt gibt. Ne? Und von daher denke ich mal, war das sein Problem gewesen, dass er mit so einem Reflexlader höchstwahrscheinlich oder wo sowas eingebaut ist, seinen Lithium-Eisenphosphat-Akku versucht hat zu laden und er da auch nicht auf die Ladeschlussspannung kam. So, und mit dem Hintergrundwissen habe ich mich jetzt hier rangewagt. Ich habe dann hier meine Ladeschlussspannung auf 13,8 Volt festgelegt, ne, wenn es mit EMF voll ist. Ich habe jetzt das BMS ausgebaut. So sieht das Ganze jetzt innen drin aus. Der Plus ist direkt auf der Batterie drauf. Und der Minus, der geht dann hier über den Balancer und geht raus. So, und da wollen wir jetzt mal den EMF-Charger direkt an die Batterie anklemmen, ohne den Balancer. Und so sehen die Ergebnisse jetzt aus. Jetzt endlich scheint er voll zu sein. Ha! 2,73 Kilowattstunden später sozusagen. Er war ziemlich schnell, so innerhalb von 12 Stunden war er auf 13,5 Volt. Dann hat er einen ganzen Tag bei 13,5 Volt gehangen, noch einen ganzen Tag bei 13,6 Volt. Dann hat er heute noch einen halben Tag bei 13,6 gehangen, dann eine Zeit lang bei 13,7 und dann ist er auf 13,8 hoch und innerhalb von einer Stunde ist er jetzt auf 13,9. Also das ist das Zeichen, dass die Zellen jetzt voll sind. Jetzt gehen sie durch sozusagen und er bleibt im Leerlauf bei 13,6 Volt stehen. 13,5 Volt. Wir gucken in einer Viertelstunde nochmal. So, eine Viertelstunde später hat er sich auf 13,4 Volt eingependelt. Nur ja, ist doch schon mal was. Entladung läuft. Und jetzt ist der Entladetest so langsam fertig. Wir sind bei insgesamt, wo zeigt es an? Jetzt hier 41 Amperestunden plus 65 Amperestunden sind wir bei 106 Amperestunden, was wir bis jetzt rausgezogen haben aus dem 100 Amperestunden Akku. Tja, ich vermute mal, so viel mehr wird es jetzt nicht werden. Aber das ist doch schon meine kleine Aussage. Okay, also sind wir fair. Ganz, ganz knapp. Ne? Hier 180 mAh fehlen jetzt noch. Dann haben wir es geschafft. Aber jetzt ist die Batterie am Abkacken. Hier können wir schon sehen, wie die Voltzahl sinkt und sinkt. Jetzt sind wir schon unter 9 Volt. Also schalten wir hier mal aus. Bliebe als Fazit zu sagen, den Akku haben wir bis 13,8/13,9 Volt geladen und haben 110 Amperestunden rausgezogen. Definitiv. Gut, es mag durchaus sein, dass ich ein bisschen abgehoben bin, wenn ich mich jetzt nicht ganz so sehr freue über die 10% mehr Kapazität, weil der Sauli schreibt hier: Moin, mein Junge, Thorsten, weißt du eigentlich, was 30 bis 40% mehr Fahrzeit und Lebensdauer bedeutet? Ich denke nur bedingt oder wenig bis gar nicht. Um mehr Fahrzeit und Lebensdauer von Akkus bei E-Autos zu erlangen, investieren so manche Hersteller zig Millionen bis zu einer Milliarde in Akku- und Ladetechniken, nur um 10% mehr Kapazität, Lebensdauer und Leistung zu erreichen. Ne? Also die 10% haben wir jetzt hier schon. Ne? Von 20, 30 oder 40% sind wir noch weit, weit, weit entfernt. So, und wer die Videos hier aufmerksam verfolgt hat, der wird mitbekommen haben, dass wir bei Lithiumzellen bis zu 40% mehr Kapazität reinspeichern konnten und bei Nickel-Metallhydrid-Zellen sogar bis zu 70% mehr. Deshalb war ich hier etwas enttäuscht, nur 10% mehr rauszukriegen bei einem komplett neuen Akku. Denn wir haben Erfahrungen mit einer der allerersten Lithium-Eisen-Akkus, die da für E-Autos rauskamen, die hat mir mal jemand geschickt. Die sind aus einem alten, also einer der ersten Elektrobusse, die hier rumgefahren sind.
Die haben 90 Amperestunden, glaube ich, und die haben mir echt, echt treue Dienste geleistet. Die wurden mir schon als defekt geschickt. Ne? Also er hat gesagt, die wurden da ausgebaut, weil sie zusammengebrochen sind und eigentlich Schrott waren. Die wollten sie wegschmeißen. Dann hat er sie mir geschickt. Ich habe sie mit RMF-Charger geladen und wieder 100% Kapazität rausbekommen. Ne? Das Video verlinke ich mal hier unten. Wen es interessiert, da kann ich das mal angucken. Von daher hatte ich da eigentlich schon ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht mit diesen Teilen hier. Und danach haben sie mir bestimmt zwei, drei Jahre treue Dienste in meinem Scooter geleistet, bis dann eines Tages mal jemand vergessen hat, den ich damit habe fahren lassen, die Spannung auszuschalten, nachdem er gefahren ist. Und somit hat es die Dinger auf 0 Volt runtergezogen. Ne? Und das war es dann natürlich gewesen. Dann war auch mit RMF-Charger nichts mehr zu machen. Die haben jetzt einen so hohen Innenwiderstand, da geht gar nichts mehr. Tja, aber wäre das nicht passiert, würden sie vielleicht noch heute noch halten. Von daher kann ich das so nicht bestätigen, dass die durchs RMF-Charger-Laden kaputt gehen. Im Gegenteil. Trotzdem habe ich mich gefragt, warum ich den kaputten Akku wieder auf 100% bekommen habe mit dem RMF-Charger und so einen neuen Akku nur auf 110%. Na, und dann habe ich mir angeguckt, okay, viereckig, flach, rund. Viereckig, rund. Und meine ganzen anderen Tests mit den Lithium-Ionenzellen und den Nickel-Metall-Hydrid-Zellen, das waren alles Rundzellen gewesen. Ja, und jetzt habe ich nochmal den Gegentest gemacht, weil ich das damals mit den Lithium-Ionenzellen nur mit Rundzellen gemacht habe. Vorhin habe ich diesen 1 Amperestunden alten Lithium-Ionen-Akku mit RMF-Charger geladen. Und 1206 mAh rausgezogen. Also kann es daran alleine schon mal nicht liegen, an der Bauform. Also das können wir schon mal wieder vergessen, den Gedanken. Jetzt gibt es noch eine ganz, ganz kleine Möglichkeit, wo ich sage, naja, vielleicht könnte es daran liegen, als ich den hier ohne BMS geladen habe, sozusagen, habe ich trotzdem, oder ich habe das später erst mitbekommen, sozusagen, dass er über die kleinen Balancer-Kabel hier trotzdem noch mit dem BMS verbunden war und das BMS trotzdem noch Strom bekommen hat. Das habe ich so ungefähr mitbekommen, nachdem ich schon 70% geladen hatte. Habe es dann abgeklemmt, dass das BMS wirklich gar keinen Strom mehr hatte. Und ja, das wäre jetzt noch die einzige Possibility, die es verhindert, dass ich jetzt mit meinem RMF-Ladeverfahren den nicht mehr als 110% bekommen habe, sozusagen. Ich werde nochmal einen Ladetest machen, ohne den ganzen Klimsbims hier jetzt nochmal dran. Aber ich glaube fast nicht, dass ich da noch so viel mehr rausholen kann, dass wir da nochmal 10 oder 20% mehr rausholen können. Also von daher bleibt jetzt erstmal zu sagen, bei Lithium-Eisenphosphat-Akkus bis zu 10% mehr Kapazität als vom Hersteller angegeben. Bei Lithium-Ionen-Akkus bis zu 40% mehr Kapazität. Und bei Nickel-Metall-Hydrid-Akkus bis zu 70% mehr Kapazität. So. Und zum Abschluss mal noch ein kleines Schmankerl. Die Lena, die jetzt momentan in Italien wohnt mit ihren zwei Hunden, die hat sich getraut, von mir für immense Versandkosten den RMF-Charger zu kaufen für AA und AAA-Zellen. Und sie hat damit vorgehabt, hier stets Alkali-Batterien wieder aufzuladen. Wie gesagt, was sie damit machen will. Okay, ich bin gespannt, ich will nämlich testen, ob ich dann mit dem RMF-Ladegerät von dir etwa wirklich meine ca. 30 Mal mit einem normalen Ladegerät wieder aufgeladenen und benutzten Alkali-AA-Batterien wieder generieren kann, dass ich die wieder zigmal neu aufladen kann und immer noch weiter benutzen kann. Außerdem wäre es gut, wieder ein Ladegerät zu haben, was 4 Akkus gleichzeitig aufladen kann, nicht bloß 2. Huhu! Da ging mir schon ein bisschen die Muffe. Da habe ich geantwortet, Lena, das würde ich jetzt nicht probieren, schon 30 mal refreshte Alkalis damit zu laden. Mein letzter Test damit sah so aus, dass ich die Zellen zweimal voll damit laden konnte und dann gingen die Zellen ohne Vorwarnung unbelastet einfach hoch. Fingen an mit zischen, stinken, Flüssigkeit trat aus. Wenn du das riskieren willst, okay, ich würde nur Akkus damit laden, für was es vorgesehen ist. Ja.
Da handelt es sich bei mir nämlich um Billig-Akkus aus dem Lidl, glaube ich. Und auf einmal gingen die halt ohne Vorwarnung einfach hoch. Ne? Also haben mit Zischen angefangen und so weiter und so fort. Ja, das waren meine Erfahrungen mit dem Laden von Alkali-Batterien mit einem ReMF-Charger. Und jetzt kommen Lenas Erfahrungen.